Da habt ihr auch Glück, dass ihr noch was lesen könnt von eurer alten Schreiberer. Die hat letztens wieder mal einen Mords Hunger gehabt und ist zu einem Metzger. Eine Riesenbestellung. Wie die Metzgerer dann den Preisbaba an die Dünen daggern wollt, war das Gerät leer. Mit einem anderen hat's nachher geklappt. So wie beim Essen. Bloß, wie ich am Grund vom Wurstsalat angelangt war, ist mir schlecht geworden. Da waren bestimmt 20 Daggerklammern drin. Gut, dass ich einmal langsam gegessen hab. Sonst wäre es meine Hängersmahlzeit geworden. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht hat die Metzgerer gedacht, Essen muss Leib und Magen zusammenhalten und hat er gleich für eine richtige Befestigungssäule gewählt. Oder sie hat gemahnt, die Schreiberer ist sehr dick, da müsst man den Magen enger machen. Und hat das Material geliefert. Meine Kollegen haben gemeint, sowas kann bloß mir passieren.